Sonntag, der 27.09. Warum bin ich sonntags immer so lethargisch? Kann mir das jemand erklären? Meine Lehre angefangen 1994. August 94. Meine Lehre begonnen. Als Koch. Ich arbeite also seit 21 Jahren in der Gastronomie. Okay, mit 4 Jahren Unterbrechung bei Bundeswehr war. Bin also das Arbeiten an Wochenenden, Feiertagen, in komischen Schichten, ihr wohnt. Trotzdem bin ich jeden Sonntag so, ja, lethargisch. Das kann man, glaube ich, nicht ausdrücken. Denk immer, hab immer so im Kopf, oh, Sonntag, mach ruhig. Komisch, oder? Warum ist man so? Weiß ich nicht. Wir können ja mal über Neid sprechen. Man kriegt ja oft so an Kopf geworfen, wenn man irgendwas sagt oder so, ja, du bist ja nur neidisch. In den meisten Fällen ist man das auch. Ich finde Neid allerdings nicht so schlimm. Was ist schlimmer an Neid? Man kann ja neidisch sein. Also man muss den Neid dann auch nutzen, indem man anfängt zu überlegen, wie man es selbst erreichen kann oder wie man es selbst haben kann. Und zwar immer mit mehr Arbeit, aber ja. Wie gesagt, man muss den Neid dann nutzen, um die Energie zu finden, um das zu erreichen, was man erreichen will. Auf was man neidisch ist. Gerade. Für ihn. Oder wie was. Viel schlimmer als Neid, wie gesagt, Neid finde ich nicht schlimm, ist ja Missgunst. Man kann ja neidisch sein auf das, was jemand anderes hat oder erreicht hat. Und sie ihm aber trotzdem gönnen. Also Missgunst ist doch dann viel schlimmer. Wenn ich neidisch bin auf das, was jemand erreicht hat und ihm auch nicht gönne. Oh, jetzt hat mir fast geschnitten. Ja, wie seht ihr das mit Neid? Also ich glaube, neidisch von uns ist jeder irgendwann mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Oder meinetwegen auf mir direkt, wenn ihr nicht in den Kommentaren auftauchen wollt, wann ihr neidisch seid oder auf wen oder auf was ihr neidisch seid. Ich glaube, es ist hier gerade gar nicht so günstig für mein Matschauge. Sieht bestimmt ziemlich bescheuert aus jetzt. Naja. Mein rechtes Auge, das hier, nenne ich nämlich immer ein Matschauge. Das dürfte euch schon aufgefallen sein, dass ich manchmal wie so ein Chamäleon gucke. Deswegen muss ich auch eine Brille tragen. Der Muskel von meinem rechten Auge ist schwächer als der Muskel von meinem linken Auge. Warum auch immer. Das ist wohl gar nicht so selten, habe ich mir erklären lassen. Ich glaube, deswegen tragen Kinder manchmal auch, wenn sie kleiner sind, Brille und ein Auge ist zugeklebt, nämlich das mit dem stärkeren Muskel, um das andere Auge mehr zu beanspruchen und den Muskel zu stärken. Und deswegen wandert das Auge manchmal weg. Und wenn man durch meine Brille guckt, denkt man auch, man wäre betrunken oder ich habe ziemlich starken Sehfehler, aber das ist gar nicht so. Wenn man einzeln, also mit jedem Auge für sich durch meine Brille guckt, denkt man, ja, ist okay, das ist nicht so doll. Also normal Sehende, ne? Sag ich mal. Wenn man allerdings mit beiden Augen zusammen durchguckt, als nicht fehlsichtiger, sagt man das so, korrekt, dann denkt man, man ist betrunken. Und es liegt daran, wenn man mit beiden Augen auf einen Punkt guckt, also auf die Spitze von diesem Rasierer hier zum Beispiel, trifft das rechte Auge guckt halt dahin und das linke Auge guckt dahin.
Und bei mir ist es so, dass das linke Auge dahin guckt und das rechte Auge aufgrund des schwacheren Muskels allerdings weiter vorne und ein Stück weiter unten hinguckt. Und das muss halt mit der Brille ausgeglichen werden. Ansonsten ja, schaltet das Hören und wie das rechte Auge mehr oder weniger ganz ab. Und schaut nur mit einem Auge. Das ist natürlich nicht gut, weil dann wird der Muskel auch nicht stärker. Ja, und so ist das. Also, falls nichts mehr kommt, außer dem Videoschnipseln, Zeitraffer-Video ist ja eher von der Arbeit, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.